Es gibt Tage, an denen uns die Hoffnung fehlt. Vielleicht haben Sie so einen Tag hinter sich. In dunklen Zeiten des Lebens ist es hilfreich, Gottes Zusagen bewusst wahrzunehmen. Von David gibt es einen Psalm, der voller Zuversicht beginnt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Wie gut, wenn wir uns an diesem Glaubenssatz festhalten können. Nicht immer fällt es in widrigen Umständen leicht, sich vorzustellen, dass es einen Gott gibt, der sich um uns sorgt. Ein Gott, der real ist und der Interesse an unserem Leben hat. Gott ist Licht. Und um uns die Präsenz Gottes symbolhaft vorstellen zu können, zünden wir Kerzen an. Wenn Sie Gott an Ihrer Seite wissen, müssen Sie sich von nichts fürchten. Vielleicht hilft Ihnen der Schein einer Kerze dabei, dieser Zusage neu zu vertrauen. Der Herr segne Sie und er behüte Sie. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über Ihnen und sei Ihnen gnädig. Erhebe sein Angesicht über Sie und gebe Ihnen seinen Frieden. Amen.